kräftig Stimmung gemacht. Ich dachte, ich packe mal meine Gitarre auf. Ist gar nicht so wackelig hier auf dem Wagen. Sieht richtig toll aus. Klasse, dass ihr dabei seid, auch wenn es regnet. Juhu! Und die Jungs haben auch schon so schön davon gesungen, von den Systemfeinden, wie wir alle sind. Und ich habe mir auch gedacht, denn so, in diesen ganzen Monaten wird immer von Flüchtlingen geredet und um Gottes Willen und ganzen vielen Flüchtlinge. Ich solidarisiere mich damit und sage, ich bin ein Flüchtling. Ich bin ein ganz offizieller Flüchtling des Systems. Und wenn ihr das auch seid, könnt ihr ja mitziehen. Menschenleben von vorn, wollen wir Einheit und Friede, unsere Herzen noch frei, unsere Augen löst zum Eins. Zwingt man nun diesen Geist in ein System, wenn es Zeit ist für uns in die Schule zu gehen, erlernen wir wie Sklaven zu parieren und dem Leistungsdruck zu bestehen. Und dann lernen wir am Fließband unser Lebensweg, das vorprogrammiert, als wenn er schon bei Wikipedia steht. Was willst du werden? Gefecht. Wer ist heute der Böse? Erfahren wir im Sonntagskurier. Sie spielen Schach mit den Soldaten aus menschlichem Fleisch und feuern mit Granaten auf die Menschlichkeit. Und wir stehen stramm. Für die nächste Wahl sind wir allzeit bereit. Und dann wundern wir uns, dass die ganze Welt flieht. Sind wir nicht alle auf der Flucht vor dem, was hier geschieht? Eine Elite, die gefangen hält, das große Auge, das zusieht. Wissen wir nicht mehr, wohin wir noch flüchten sollen?
The New World Order wird mit Panzern einrollen oder wir sind selbst der Wandel, den wir wollen. Das sind wir! Am Ende liegen wir am Strand, blass blauer Haut. Unsere Augen blutrand haben auf eine bessere Zukunft vertraut. Unsere Ehren verbrannt, unsere Heimat beraubt. Sind wir die ersoffene Hoffnung auf Menschlichkeit und wir stranden an den Stränden der Bürgerlichkeit. Wir schlagen unsere Körper in die Pforten einer toten Demokratie und zerfallen zu Staub. Armes
kleines Sklavenkind dort in Afrika. Füg mir meinen Schokoriegel, war mir das eigentlich klar? Ich weiß, es ist ja irgendwie gemein. Die ganze dritte Welt schuftet und ich kaufe sorglos ein. Doch was soll ich denn machen? Ich bin auch nur ein Mensch. Und als guter Bürger, braver Konsument bin ich als Mensch. Die einzige Art zu lieben.
Stoppen!